Hallihallo und guten Abend, ja, das ist der Two Stripes mit Panther. Wir sind am Start, ja, wir machen eine kleine Vorrunde, denn wir spielen das Spiel Aliens, aber nicht Colonel Marines, so wie üblich gedacht. Nein, wir sind dabei und wir haben das Neueste am Start. Und wie heißt das nochmal, Pantata? Fire Teams. Fireteam Elite, genau. Yeah. So, und das ist irgendwie auch eine Fortsetzung, habe ich gehört, ne? Richtig. Also es ist tatsächlich von Colonel Marines die Fortsetzung. Also, sieht so ähnlich aus, aber ich finde es viel besser. Okay, es ist tatsächlich auch eine eigene Welt wieder mit. Das hat jetzt nichts mehr mit der Movie-Adaption, sage ich mal, zu tun, ne? Das ist ein reines Geschlachte Also, unter Marines mit Aliens. ja, aber man sieht halt die ganzen, also von den Filmen, die. Die Man sieht Filmcharaktere halt ein sind auch bisschen drin. Teil von den. Ach, Wie nice. bitte? Die Filmcharaktere sind auch drin, meinst du jetzt? Ich weiß nicht, ob man einen davon erkennt oder ich sehe es, aber ich sehe die ganzen, also die Umgebung und so, wie das alles gemacht wurde. Das Ja, ist fast ähnlich, das. alles Okay, das ist stylisch. Ja, tatsächlich noch auf demselben Planeten, ja? Fury 161 also du und kannst so. ja, das ist nicht schlecht gerade. Ja. Geil, dann ist das immer noch in Hadley's Hope quasi, dieser Bereich, der benutzt wird da als Kampfszene. Gut. Das ist cool, das ist geil, das ist voll das Style, finde ich cool. Genau, das Ja. wollen wir haben. Wollen wir haben, ne? Ja, und dann mit dem Sensor Ja. rumlaufen hier. Piep, 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 piep. Oh, du Scheiße. So. Ja, ihr habt jetzt noch so um die 2 Minuten Dr. Crossbeat hier und abonniert ihn bitte auf, ihr wisst schon, Soundcloud, Spotify und YouTube und Twitch und all den ganzen Kram wie Instagram und so. Ihr wisst ja es ja mal. Und da kommen wir alle rüber, denn dann gibt es von dort aus auch noch bei uns hier eine Verlosung zu diesem First Play, Mann. Die habe ich dann spendiert, ausnahmsweise, weil ich muss mich von meinen Alien-Figuren trennen. Ja, aber ich habe hier 2 Collector Editions noch und die sind wunderschön. Fess MacFarlane Toys, yeah. Eine Japsen-Version und eine Industriepack-Version. Also das ist so hier aus den jeweiligen Alien Resurrection, die Ripley, eine alte Version und was haben wir noch von ja, den Celtic Warrior aus Alien vs. Predator, der erste Teil. Gegen das Ravage Alien da, was der dieses Netzding auf dem Kopf hat, was von irgendeinem Predator mal eingefangen wurde und sich wieder befreit hat und seitdem so ein schönes Netzteil in der Fresse hat. Ja, da muss ich sagen, ich denke, wir lassen so langsam es mal an uns ran. Panther, bist du geil auf Aliens killen, Mann, Marine? Aber wie? Panther, Knarre nicht vergessen! Hab ich schon dabei, Hast du Chef. dabei? Gut. Ja, wir schießen wahrscheinlich alle denselben Scheiß. Das heißt, wir haben die Smart Gun wieder, wir haben die M56, ne? Das ist das Riesending, was vorne angeschnallt wird. Ja, Und nicht nur adios. das, nicht nur das, wenn ich dazu was noch sagen kann. Ja, bitte, hau raus. Und zwar gibt es noch 4 Charaktere. Oh. Dann gibt es einmal den Schützen, Den dann gibt es Klassiker. den Zerstörer, Techniker und Doc und also Ich weiß jetzt Sanitäter. schon, was du bist. Ich weiß jetzt schon, was du bist, Zerstörer. Du läufst wieder mit dem Wollte ich? Raketenwerfer Ich rum. bin noch nicht sicher. Ich bin am Überlegen, ob ich der Techniker sein soll, weil der hat immer eine Minigun am Start, die da hinlegen kann, so ein Wachturm und die er ab mitnehmen und Ja, mitnehmen kann. geil. Das ist dann. Oh, also ist das ein manuelles oder ein automatisches Geschütz? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Automatisch das Ah, Ding. eine Sentry Gun, also, alles Genau, klar. die du immer am Start am Rücken hast. Tank. Schön, schön, schön. Aber jeder hat seine Extras, weißt du? Also, ja. Okay. Das heißt, wir müssen klassenwaffenbasiert wieder wie bei Killing Floor und Co. zusammenarbeiten. Ja, wir sollten Einer immer, Sunny, einer ist schwerer Rüstungstyp mit Verteidigungswaffen. genau. Da wir ja zu zweit sind, können wir auch gleich mit 2 anderen mitspielen und gucken, was die mit Alles klar. Dann deswegen. Äffchen drückt Knöpfchen. Wollen wir loslegen, Digga, Nigga, ja? Jo, ich bin dabei, Chef. Okay, auf geht's. Auf geht es jetzt. Wir werden jetzt in 1000 Teile gefetzt. Das wird wohl so laufen. Ich meine, es ist jetzt auch neu, ne? Spielst du mit Keyboard und Maus wahrscheinlich? Ja. Ja, ich habe jetzt auch das Joypad noch mit dran. Ich werde jetzt mal gleich simultan alles ausprobieren hier. Ist gut. Also ich habe ja auch keinen Controller gerade in der Nähe, den ich jetzt benutzen könnte. Aber das ist schade natürlich, ne? Müsste ich natürlich auch noch installieren. Ich irgendwie.
Was ich empfehlen kann, hier so ein Microsoft Xbox Controller, die sind ja kompatibel und haben ein 5-Meter-Kabel dran, ne? So für 30er Ach finde ich so, das, find ich den ich Preis habe ganz angenehm. von der Xbox einen, von der Arcaden von damals, also diese, aber ich weiß nicht, ob der funktioniert. Geht auch. So ein Glowpad, ne? Ja, von damals, das Ja, alte. geht. Kannst du dran machen. Geht. Ah, okay. Das geht konkret. Ich sag's dir, Digi. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, ne? Ich muss jetzt auch noch mal erst hier wahrscheinlich ein bisschen rumödeln, aber das Bild ist auf jeden Fall da. Ich akzeptiere die Endbenutzerlizenzen erstmal. Noch da. Und scheiß auf Helligkeit, Bestätigung und Standard. Ich bin der Standard. Untertitel bestätigen wir diesmal. Einfach drücken. So, ihr Lieben, viel Spaß bei Aliens Fireteam Elite. Und welcome to my stream. Bitches. Unreal Engine? Nein, Baby, geil. Das Spiel wieder auf Unreal Engine basieren. Ich liebe Unreal Engine. Das gibt immer so viel Blut und Gemetzel. So, die Einstellungen aber as first, leider. Vollbildfenster, wir need a Fenstermodus, damit wir hier unseren Stream gleichzeitig bearbeiten können. So ein Unterschied zwischen Vollbildfenster und Fenstermodus. Ja, Vollbildschirm ist ein fester Schirm, wo du bei einem Split nicht rüberkommst. Da müsstest du Ah, dann okay. ein Overlay öffnen oder irgendwas, also den so ein bisschen betrügen Ah. oder die Windows-Taste halt usen, ne? Und dann wirst du Und aber da. bei Fenstermodus 19, 20 und so kannst du mit der Maus noch rüber auf die linken Schiene gehen. Ja, da kannst du halt gleichzeitig das auch noch machen. Wenn du nicht gerade im Spiel bist, dann geht das natürlich nicht, weil du kannst auch Ach so, Joypad und so ja. benutzen, ne? Ist klar. Funktioniert wunderbar, mein Freund. Ja. Okay. So, aber jetzt muss ich trotzdem gucken, wo ich da bin. Weil ich komme immer noch nicht rüber. Ich merk's. Okay, komm, ich lasse es erstmal auf Vollbild. Zieh's mir mal Bewegungsunschärfe. Ich lasse es einfach mal so, wie es ist gerade. Das ist am besten. Gar nicht erst hier irgendeine Scheiße machen, würde ich sagen. Ja. Ich drück so gerne Knöpfe. Ja, okay. Kommt man hier jetzt wieder raus oder? Ton, Grafik, so. Wo komme ich denn hier wieder weg? Da unten steht rechts Maus hast du. Ja, ich glaube, Also. ich benutze jetzt mal Maus und Joypad. Die Endeavor. Okay, das Raumschiff ist mir jetzt mal nicht geläufig in irgendeiner Form. Wir spielen Koop-Modus, gehe ich mal von aus. Also werde ich jetzt Also kann man auch ein. online mit anderen spielen. Ich werde jetzt erstmal ein neues Spiel starten, quasi, ja? Ja. Okay, und dann gebe ich uns dann vielleicht auch mal einen ersten Private Server vor, falls du das nicht schon gemacht hast. Jetzt muss ich hier anscheinend erstmal meine Hackfresse machen. Nein. Wenn ich eins nicht mag, dann sowas, ey. Als wenn man hier in so einem Naja, passiert auch. Open-Free-Game ist. Ja gut. Was bist du denn, weißer oder farbiger? Ich möchte ein farbiger Ich sein. bin, ich bin, ich habe nur ein bisschen dunkel gemacht und Okay. habe mir einen Ha! weißen Bart gegeben. Dann bin ich ein Weißbrot, Digga. Absolut. Mit, ne, grüne Augen, blaue Augen. Komm, Weißbrot mit blauen Augen. Typisch deutsch. Frisur. Ich krieg die zweite, die Nacken. Marine-Scheiße hier. Bärte, sehen schön aus, ne? 5x1, 2. Oh Gott, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach du scheiße Ziegenbart. Nee, D'Artagnan-Bärtchen, geil. Ne, ich nehme 3-Tage-Bart. So. Mehr ist da ja anscheinend nicht zu tun, außer nur die Farbe und alles, ne? Ja, dann Charakter erstellen, bitte. Danke sehr. Hua, Marine, Sir. Wer ist ein harter Kerl, Sir? Wir. Ja! Sind wir harte Nüsse, Sir? Aber ich habe hier noch mal eine Frage. Visier immer anzeigen und Streamer Hand also auch anzeigen oder aus? Weiß nicht. Hast du das schon dran rumgespielt? Nee, es war ja bei mir aus beide. Ja, dann lass es erstmal und guck mal, was passiert. Wenn gar nichts passiert, dann Okay. stellst du es direkt um und dann wirst du sehen, was passiert. Das ist natürlich dann Okay. Effekt, wenn das nicht erklärt wird, Okay. da. Ich habe ja keine Einstellung geguckt. Survive. Alright. Story is working, so The foes we're about to the problem is face I have to evolved to win at say all I need costs. to play the story as They don't first in care about their solo, I think. losses. Muss ich die Singleplayer erst So spielen, long alleine? as they're the last one Nein, das ist, standing. glaube Ach, ich nicht. Also haben wir nicht gemacht. They're as Ist cunning, eine Vorgeschichte jetzt, ne, adaptable, nur? and Ja, die erzählt ihnen ein tenacious as bisschen was, anyone. ja. Ah, okay. But they lack our purpose, our conscience, and Our advocacy. conscience! 40th Marine Expeditionary Unit.
This fight is not a simple bug hunt. Know our enemy. Ah, geht's direkt so ein bisschen ran, ja, okay. Work together and live to fight another day. Müsste ich ja noch bei mir einladen oder so, keine Ahnung. Gleich. Ja, ich muss jetzt erstmal mich zurechtfinden. Du hast ja wahrscheinlich das alles schon angeguckt eben. Dann gucke ich jetzt erstmal, was hier so abgeht. Ja, also es guckt hin, ne? Ja. Ich habe auch erstmal ein bisschen so, Grafik rückt nach ein wenig. Scheiße. Geht schon mal los hier mit der Grafik, ey. Fuck. Okay, das ist schon mal ein Zeichen für Spiel, Grafik. Was nehmen wir raus? Tja, Bewegungsunschärfe lassen wir mal weg, komm. Sie ist sowieso für den Arsch. Die braucht kein Schwein. Bildschärfung, ist okay, Schattenqualität. Ist bei dem Spiel eigentlich relativ wichtig. V-Sync auch, sonst kann ich schlecht. Umgebungsverdeckung, Anti-Aliasing-Qualität gehen wir mal ein bisschen runter auf 2. So, und zurück. Jetzt gucken wir mal. Ja, flüssig läuft. Hat schon gereicht. Muss ich nicht die Details alle rausnehmen? Oh mein Gott. Das ist ja dieselbe Steuerung wie bei den Space Marines. Oh, Daniel, Monkey, du wirst lachen. Es ist derselbe Sprung. Lieutenant Santos. Ach du Scheiße. Santi Schmanti. I woke by a distress call. A Dr. Tim Honecker sent a mayday from an orbital refinery. Situation ain't clear. Also wir sollen jetzt zuhören hier erstmal, ne? There's always a chance to see no more. Board the station, find Honecker and extract him. Staff Sergeant Herrera. Macht Spaß, dass man Joypad direkt zu spielen. Warn you of enemy movements and provide support. Might want to talk to Herrera before you deploy. Es ist schon mal sehr schlecht synchronisiert, die Lippen, ne? Ist schon mal peinlich. Peinlich schlecht synchronisiert. Hey, we didn't get a chance to brief earlier. Short version. What you're on the tip of the spear, you listen to what I say, I'll get your ass out in the smallest possible number. Solltest du sie jetzt stellen? Okay, das ist geil, dass man selbstständig Fragen stellen kann. Was für eine Art Schiff ist das? Du kommst nicht mit uns auf den Einsatz? Scheiße, nein. Ja, dann halt die Fresse. Auf Wiedersehen. Kampagnenausrüstung, Inventar, Team. Jetzt gucken wir mal hier. Ah, das Team, das sind wir hier. Let's go. Zippo ist verfügbar, Mumble. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Einladen. Okay, Sie wurden eingeladen, Sir. Quasi kannst du jetzt dazukommen, wenn du möchtest. Oh, da ist was in meinem Dings oben drin, sehe ich, ne? Das bist du, ne? Jo. Ah, hallo. Gibt's jetzt noch was anderes außer diesem Sprung? Nee, ne? Ich hab nur das rausbekommen, jetzt. Gibt's hier auch... Und sagst du, krieg mal das Geld? Ja, kannst du nichts, aber lad es sich wieder auf, keine Sorge. Guck, kannst ja grad... Genau, du kannst gerade alles testen. Also diese Kugel schlanzt wieder auf. Genau, du kannst... Nimm mal, mach mal Escape. Und dann nimmst du mal auf Ausrüstung, gehst auf. Und dann gehst du auf den Zerstörer oder so. Und kannst du gerade die Smart Gun testen oder so. Du willst mich schwach machen, ja? Du willst mich echt schwach machen, Alter, oder? Du willst, dass ich sexuelle Übergriffe begehe an Menschen? Ja! Guck mal, drück mal eine Kuh, der Raketenwerfer oder so, dass da oben rauskommt. Wer hat denn das da bitte? Oh, ich schmeiß Granaten. Ist nicht schlimm, drüber, Co. Ich hab Joypad in der Hand, du vergisst das so ein bisschen gerade. Ja, ich. Wenn du sagst Q, muss ich links oben drücken, aber wie gut, dass ich das schon auswendig im Kopf habe. Ja, also das ist schon mal geil. Die Steuerung ist easy peasy arschgefickt, ne? Super geil, gefällt mir total. Und dann gibt es jetzt. Ja, bitte. Erzähl weiter, Private. Bei den Techniker gibt es noch so eine Defense-Granate, da bleiben die Aliens hängen und kriegen Elektroschocks ab. Eine Defense-Granate nennt er das, okay? Ja. Da habe ich halt zwei diese Stück. Diese RB hier, ne? Ja, okay. Das ist diese EMP-Granate. Ja, okay. Wenn die dagegen laufen, dann macht's Pütz. Ja, ist okay. Gibt's halt den... Hier mit...
die Smart, die Sentry Maschine. Sieht scheiße aus. Also baby klein. Ja, aber die machen was, das ist Action. Ja, aber vom Verhältnis her ist die zu klein eigentlich. Vom Körperverhältnis sind die größer. Ja gut, aber man kann sie auch aufnehmen, ne? Ja. Ja, ja. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Also bei, und dann kannst du natürlich, kannst du noch gucken, dann gibt's dann den Doc. Was gibt's? Den Doc halt, der hat zum Beispiel sowas. Ah, ich habe sogar noch eine Pistole dabei. Also ich habe immer das. Ich glaube, der kann hier Waffenaktivität erhöhen. Ja, habe ich gelesen. Also sehr schön kombiniert alles hier. So, Ausrüstung nochmal drauf gehen. Hat der Doc hier so ein. Ich glaube, alle, die in den Feld kriegen Energie. Denke ich mal. Ja, ja, das also ist. Ja, 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 ja. Aufladung 15% und so. Ja, ja. Notfallmodul. Wer weiß, was passiert, wenn ich das Ding jetzt auch noch aufstelle. Vielleicht haben wir dann ja mehr. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, mach mal. Ach, geht das weg von mir? Das war jetzt meiner oder deiner, der sich da weggestellt hat? Nee, wenn du. Deiner ist auf dem Rücken, glaube ich, oder? Nee, deiner ist auf dem Rücken. Meiner ist weg. Nee, meiner ist auch. Meiner ist nicht auf dem Rücken. Okay, und jetzt mache ich mal meinen. Achtung. Haben wir jetzt 30? Insgesamt ja, weil wir beide eigentlich haben. Oder ja, ja, genau, ja, genau. Das ist halt nicht schlecht, so. Ja, wir sind schon aber rauspopeln. Also deswegen muss man halt überlegen, welchen man nimmt und so. Und ja. Jeder hat so Vorteile. Du kannst das Spiel jetzt auch, jetzt sind ein paar Sachen freigeschaltet. Du gehst jetzt zum Beispiel auf, ich weiß nicht, welchen du nehmen willst, dann gehst du auf deine Impulswaffe da. Platziere einen Wegpunkt für andere Spieler ist auch drin, sehr schön. Dann gehst du auf deine Impulswaffe, dann kannst du schon so Farbe ändern. Dann gibt es zwei Farben, die man und Aufkleber, die man aufmachen kann. Was? Nee, nimm mal zum Beispiel, welchen Charakter du nehmen willst, jetzt zum Beispiel. Ja, für das Spiel werde ich jetzt mal bei Ausrüstung. Tja, das ist natürlich so eine Sache, ne? Du kannst ja nach durchlesen erstmal, wer effektiv, was kann da effektiver. Die Fähigkeiten, die Sentries, also wichtig. Du rüstest ist, ja nicht mal die Waffen aus, sondern du rüstest auch noch die Fähigkeiten aus. Ja, ja, die werden auch nochmal hochgeschaltet. Ja, 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 und also richtig, richtig nicht schlecht, dieses Spiel. So weit bin ich noch gar nicht, Mann. Nahkampf, Pistole, schwer. Also man hat natürlich von allem etwas, ne? Das ist jetzt hier in dem Fall das Inventar, das sind alles nur Skins. Die Einstellung, gut, die brauche ich nicht mehr übergehen. Das Inventar an sich will mir aber trotzdem das Aussehen jetzt noch präsentieren. Das ist okay. Ja, Waffenfarben und Aufkleber und gut, man muss jetzt. Man muss jetzt alles so ein bisschen durchgehen auch, weil es ist der erste Start. Am matt grün, ist klar. Genau. Ja. Standardwaffen grün, der Marines. Du kannst halt immer noch dein Aussehen ändern, so es geht alles noch, also alles ja, entspannt. Gut. Ist schön, dass man die Wahl hat bei der Nahkampfwaffe zwischen Pistole. Pistole, ja, die drei, auf drei gibt's auch nochmal. Also bei mir gedrückt ich auf drei, kommt eine kleine Pistole noch da hinten ganz rechts. Ja, ja, ist sehr interessant auch, ja. So, Reaktionen hat man natürlich auch, man kann Spieler beleidigen und so irgendwie sowas, ne? Oder wenn man jemanden gekillt hat, ein okay zeigen, Daumen hoch zeigen, okay. Das setzen wir jetzt mal da rein, das haben wir ja nicht gemacht sonst. So, noch ein bei dem Doc. Der kriegt dahin. Die kann man natürlich kaufen, ne? Also ich fange erstmal natürlich mit dem Schützen an, ich fange immer mit dem obersten direkt an. Das ist so gar nicht erst versuchen, da irgendwie das Lieblingsteil rauszunehmen, sondern direkt von Anfang an lernen, was wichtig ist, ja. So, jetzt haben wir hier natürlich eine Reaktion wieder, noch eine Reaktion, noch eine Reaktion, noch mehr Reaktionen. Oh Gott. Die sind natürlich nicht frei, die sehen wir dann dadurch nicht, ne? Also wir haben jetzt nur Daumen hoch und zeigen, toll. Aber gut, die Ausrüstung ist klar damit, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier auch meinen Schützen und Schütze Private Paula hat einen Schützenvorteil und das ist aktive Fähigkeiten über Taktung und Splittergranate. Ne? No. Man kann den Vorteilsraster sogar ändern, wird hier angegeben. Heißt, ich kann die verbessern oder verändern. Da kommt nochmal der Kern, die Modifikation dazu hier. Gut, das sind Fernzünder, Brandstoß. Oh mein Gott, das ist ja wie in Diablo hier. Nur nochmal für Marines mit Technik. Ja. Dockpistolentraining, Chirurgenhände, ja, alles klar. Das sind natürlich so Sachen, die kann auch übergreifend gelernt werden, ohne denselben zu haben. Das ist schön. Aber es wird der Kern dadurch verändert und naja, gut. Übertragung ist Übertaktung, Kit-Fähigkeit, nur Schütze. Aha. Das wird sogar angegeben, was man da machen kann. Tatsächlich. Also man kann, hier werden alle angezeigt, aber man kann nur gewisse Dinge von der jeweiligen Klasse verändern. Okay.
Ziel beibehalten, nur Schütze, Ziel beibehalten, Kit-Vorteil. Dann haben wir noch die Splittergranate. Ja gut, die sind natürlich alle fähig. Y-kompatible Modifikation für... machen wir mal die Übertragung. Mal sehen, was wir da haben. Gar nichts. Toll. Ey. Das ist blöd. Okay, gut. Das geht natürlich alles noch nicht hier. Das sehe ich schon ein jetzt. So, wir haben nur Schütze, Ziel beibehalten und Munition. Was ist das? Erhöht die Feuerrate. Okay. Dann haben wir noch da unten was Leeres. Verbraucher, Geschütz gegen Slots haben wir noch keine Sachen. Aber Kampfkraft haben wir. Die kann man einsetzen für Sachen kaufen. Okay. Das heißt, da kann man dann Sachen reinmachen. Okay. Mhm. Oder finden und mitführen. Kann man auch, genau. Oh, die findet man wahrscheinlich eher unterwegs, ja. Standardausführung für Aussehen, Schütze. Ja gut, das ist klar, ne? Da haben wir dann noch Schütze Schaft. Wo ist da der Unterschied? Oh ja, okay, bisschen irgendwas, ja, interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Kopfbedeckung, keine. Da können wir natürlich leichter Helm, Standardausführung. Was ist das? Verstärkter Helm, Standardausführung. Wie sieht das denn aus? Bringt das denn auch was dann? Ich weiß es noch nicht ausprobiert. Also ich nehme nochmal den normalen Helm, da sehe ich aus dem Marine mit. Basisaussehen ändern heißt, achso, wieder die Scheiße von vorne machen, nein. Ja, Waffen ändern. Nein, du kannst den Helm anziehen, passiert nichts, oder was meinst du jetzt? Ich weiß, nein, du hast nicht zugehört, alles gut. Ich habe gesagt, das ist wie dieselbe Scheiße von Anfang an machen, wo man das Spiel gestartet hat. Da fängt man erst an, den ersten Charakter auszusuchen, also das Gesicht und zu machen. Nein, du musst nicht von Anfang starten. Ich weiß, alles gut, Digi. Du musst mich nicht für doof halten hier. Alles gut. Ich habe einfach nur laut geredet, du hast nicht verstanden. Passt schon, Digi. Lass mich jetzt erstmal bitte die mittlere Mündung, das mittlere Magazin und die mittlere Optik verstehen. Was hat das denn damit auf sich bei erweiterten Ausrüstungen? Vielleicht kannst du mir das eher erklären. Ich kann da nämlich nichts ansehen, das heißt, ich kann nur gucken. Das heißt, man kann gleich wahrscheinlich die Waffe hier noch verbessern, ne? Mit Optik. Ja. Muss man erstmal, was haben anscheinend. Leveln? Nee, bei jedem Level, den wir hochsteigen, können wir Sachen ändern. Level up, genau, und dann gibt's auch noch oben Waffenhändler. Das heißt, wir leveln unsere Waffen, okay. Genau, komm mit. Ich warte kurz, bis du mit der kommt. Ja, ich muss ja erstmal gucken, ich bin erstmal noch in diesem Kampagnenmenü gewesen, genau. Gibt's jetzt hier nur das normale Rennen gerade, ne? Mhm. Okay. Und du weißt, wo du hin willst. Gibt es hier jetzt auch sowas wie einen Scanner, den man rausholen kann? Also so ein Naja, erst wenn wir im Spiel sind. Achso, okay. Ja, das ist natürlich vorhanden. Spinning in circles at 291 billion clicks an hour, that's where. Hier kannst du Waffen kaufen, ja, weil wir kriegen ja immer so Credits, deswegen. Ich will den Sonderbestand mal sehen, was gibt's denn da? Specialist Schütze, okay. Kopfbedeckung, Farben, okay, das kann man natürlich alles noch nicht kaufen, weil wir noch kein Geld haben. Genau. Herausforderungskarten für Verbesserungen, ja. Und hier um Vorräte anfordern. Okay, das sind dann die Waffen, die man bekommt, wahrscheinlich mit den Upgrades. Nee, die kannst du nur kaufen. Ja. Du musst sie halt mit den Level-Ups frei schießen, die Sachen, die einzelnen Sachen, ja, okay. Ah, hier wird auch angegeben, immer in grün, was jeweils für deinen Perk ist, ne, und nicht für andere nur gilt. Mhm. Universell zum Beispiel die Vorteile für alle. Ansonsten gibt es halt nur für bestimmte Klassen auch die bestimmten Waffen, sehe ich gerade, ja. Ja, Trommelmagazin gilt hier nur für eine Waffe. Hier gibt es wieder Sachen, die sind für beide Waffen, die du mitträgst. Also du musst hier immer auf die Kombination achten, ne? Jeder Vorteil, den du zusätzlich drauf baust, ist dann auch irgendwie so ein bisschen entweder vorteilhaft oder semi-vorteilhaft, ja, ja. Okay, gut, das habe ich kapiert. So, jetzt mal abgesehen davon, wollen wir jetzt hier einfach so rumeiern? Du hast mir jetzt alles erstmal in der Grundscheiße funktionell erklärt. Nee, oder wollen wir die Story jetzt spielen? Weil hier kann man ja mit jedem reden auch, ne? Ja, hier, jetzt können wir hier zu ihr gehen. Weil ich habe nämlich gesehen, dass es nämlich das andere hier oberste Priorität ist. Das heißt, das ist das Schnellmenü, ja? Kampagne. Ja, genau, jetzt gehen wir rein. Oh, I had something I wanted to tell you. Nehmen wir das erste.
wieder auf online, damit welche auch dazu stoßen können. Alles klar, das führt mich dann von hier aus auch dann in dieses Schnellmenü rein, alles klar. Das ist ja schon mal gut zu wissen. No. Insofern kann man auch ein bisschen die Story entweder so mit dem Charakter abspielen oder eben nur schnell Start drücken und das verändern. No, und dann steht hier privat, also wenn wir allein spielen wollen, die erste Map oder die Runde oder wie auch immer. Und Feuerteam oder besteht immer nur aus 3 Leuten. Anscheinend echt 3 Leute. Das siehst du ja. Okay. Aktuelles Feuerteam 2 von 3, ne? Oder ja. Ja, vielleicht verändert sich es noch, weiß ich nicht, was neu ist. Ich habe keine Ahnung. Also Spielsuche lasse ich jetzt mal erst öffentlich, damit du dann auch deine Leute hast, weil wenn wir Fehler machen, dann machen die vielleicht zuerst. Sonst mache ich sie lieber zuerst. Aber sonst müsste man eigentlich nichts mehr machen. Wir müssen eigentlich nur drücken, ne? Go, 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 oder was? Ja, jetzt einfach auf Mission starten, genau. Ja, ne? Go, go, go. So, da haben wir Schwierigkeit einfach, Standard und heftig. Wir sind heftig. No. Ich hoffe, ich habe uns jetzt nicht in die Scheiße geritten damit. Wir hängen jetzt in der Warteschlange natürlich deswegen, ne? Das ist klar, das habe ich mir schon gedacht. Abbrechen. Spielersuche. Private. So, Mission starten. Warteschlange für eine Mission auf Schwierigkeitsstufe heftig beitreten? Ja. Ich will es direkt mal auf der harten Tour sehen. Mal sehen, was passiert auch, ne? Alles gut. Okay, danke. Ah, du hast jetzt wieder öffentlich gemacht, ja? Nicht privat? Nee, das steht privat. Spielsuche privat steht da, ja. Aber es dauert irgendwie trotzdem, bis der was findet für sich hier anscheinend. Komisch. Welche hast du Standard genommen, ja? Schwierigkeitsstufe heftig, Herausforderungskarten aktiviert. Okay. Bam. Fireteam, this is a rescue mission. Oh, haben wir einen Roboter mit dabei? Ja. Geil. Echt, man hat dann einen Ersatzspieler mit. Kann sein, ja. Hier ist so aus. Spieler einladen kannst du noch. Okay, ja, das geht auch noch gut. Also ich fange als Schütze an, ne? Jo. Was machst du? Okay. Ich hab Techniker. Techniker hast du gewählt, gut. Herausforderungskarten haben wir noch keine. Können wir auch noch keine wählen. Also bereit? Ja. Und go! Ah, da oben ist auch noch Mission Countdown. Der Roboter heißt Alpha. Ja, das ist geil, ne? Dass man hier auch noch Droiden mit bei hat, das ist natürlich cool. Also, die halten wahrscheinlich ein bisschen mehr aus wie wir. Ja, klar. Oder die Voraussetzung, dass das jetzt nur so ein Spielschatten ist, der für eine freie... Sei denn, da kommt der Raptor, der starke Raptor. Hast du denn selber jetzt mal eine Runde schon gespielt hier? Hier jetzt hier nicht, ich habe nur bei meinem Bruder ein bisschen gezockt heute Morgen. Okay, also diese Roboter sind tatsächlich als Ersatz für einen Menschen dabei. Ja, ja, die sind stark, die kannst du auch heilen, also kannst du auch dein Minipack... Das heißt, damit wenn du wieder bist, hast du 2 Roboter dabei? Ja, habe ich ja, und dann habe ich die öfters geheilt und die schützen dich richtig gut, das ist nicht schlecht. Da kannst du richtig Level boosten alleine, hör mal. Geil. Ja, ja, ich bin bei meinem Bruder, glaube ich, auf Level 2 schon. Habe ich nicht lange nicht Bock, aber du brauchst halt, brauchst ein bisschen so. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Man muss ja auch erstmal am Anfang verstehen, ich habe das bei Predator Hunting ja auch so gemacht. Und ich habe auch Standard gespielt, also wir spielen halt auf heftig, also... Und du hast auf Standard schon gestrochelt, oder was willst du sagen? Naja, ich bin erstmal gestorben bei Standard. Ja, da müssen wir jetzt erst recht doppelt zusammenhalten, Alter. Ja. Dann hast du ja schon mal, hast du das Aliens Colonial Marines mal gespielt damals? Ja, ja, dann hast du ja schon ein bisschen Vorahnung. Ja, ich weiß, wie es geht. So, ich bin da, ich warte auf dich. Oh, Private Sergeant muss jetzt den Kopf rauchen. So, let's go. Geh mal hier hoch, guck mal hier. Also, wie gesagt, wir müssen da irgendwie so ein paar Sachen finden, weißt du, wie damals war, gab's doch immer irgendwie Medaillen oder irgendwas zu finden. Hier gibt es zum Beispiel so ein, wie beim Flugzeug, wie heißt das Ding? Lass jetzt der, so ein, was halt verloren geht manchmal beim Flugzeug, damit man den Data da, weißt du, die Data. Eine Blackbox. Ja, genau, sowas ähnliches müssen wir jetzt irgendwo finden. Also es war jetzt bei mir am Anfang, was ich jetzt geguckt habe. Kick
Guck mal, hier ist so ein Druid. Ach, der aus Alien Isolation, Alter, krass. Ein Alien Isolation Wartungsroboter. Ja, Mann. Ja, das ist ja auch so aufgezogen noch, ne? Das ist ja alles so wie auf der Sulaco irgendwie. Das ist komisch. Das ist tatsächlich auch dieselbe Zeit so ein bisschen reingedrifft. Also das ist so die Marines auf dem Raumschiff eigentlich. Die sind eigentlich ja unten auf dem Planeten. Also fängt das hier oben erstmal an. Ja. Dann kannst du auch noch hier so Deckung gehen. Ich hab mit bei mir war es halt immer auf X auf der die Deckung an die Seite kannst du Deckung gehen. Okay. Bei mir steht ASTAG steht. Also hier steht bei mir erstmal nichts, ne? Hier steht STAG an. Ja, okay, mit dem Jarpad kann das natürlich sein, dass du das nicht hast, ne? Das ist natürlich dann. Ah ne, warte mal, ich hab hier irgendwas, aber was ist das denn für eine. Ach, das ist nur mein blödes Menü dafür, Scheiße labern. Ne, also ich drück jetzt mal gerade die Knöpfe vorsichtig durch, damit ich mich nicht bringe. Hier ist was. Honecker, this is the Colonial Marines. You hearing me? Und das ist jetzt ein verschwundenes Schiff oder die sind ja. Ich habe jetzt die Story nicht so richtig verstanden, leider, deswegen. Wir spielen jetzt einfach, weil du kennst die Mission schon. Du hast mich schon zu weit reingeführt, ohne dass ich das mit der Hauptstory jetzt so ein bisschen verbinden konnte am Anfang. Warum wir überhaupt, ja. Welche Mission wir da jetzt machen. Ich meine, wir unterhalten uns ja auch dazwischen, das geht ja jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht so Drama darum. Ja. Aber wir müssen jetzt erstmal irgendwas finden und es ist auch sehr viel Material, was man hier erstmal beglotzen möchte. Weil ich nehme jetzt mal gerade Keyboard und Maus in die Hand und guck mal gleich an der Ecke, wie das da aussieht. Das ist so eine Blackbox, ne? Ja, ja. Achso, diese roten Dinger kann man auch anschießen? Ja, ist klar, Aliens. Das explodiert bestimmt alles, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie hier bei dir da das steht, dass du da in der Ecke kannst. Oder hier, A ist das, ne? Ja, ah, okay. Ja, A steht hier bei mir. Und da kannst du auch rüberspringen. Also man muss die Sachen auch angucken dann, ne? Oder ins Visier. Ja, man muss die Sachen ins Visier irgendwie nehmen. Ah, okay. Das zeigt mir jetzt das Simultan an. Jetzt peile ich das erst, weil das ist das. Aber das ist ganz schlecht gemacht, ehrlich gesagt, ne? Ja. B, jetzt hänge ich dran, okay. Ja, ich spiel's ja jetzt mit Joypad. Und dann kannst du auch rüberspringen. Ja, du musst wirklich sehr gezielt an den Dingern dran stehen, das ist übel. Also da musst du echt aufpassen, also hier muss man. Oh Gott. Ja. So, hier geht's los, also Chef. Los. Ja, hier geht's los, Chef, okay. Ich bin Sergeant und kein Chef Private. Okay. Jetzt geht's los, sagt er da. Weg da, du Scheißbot, ich hab dir voll erstmal in den Kopf geschossen. Granate raus! Wer war das? Oh, wir müssen auch schlagen, ne? Wenn die zu nah kommen. Cool. Ich bin Säure. Wer hilft mir? Keiner. Vorsicht! Oh, es kommt! Oh. Schlagen! Ah, Schlagen, Wichser, Schlagen! Hahaha, das kenne ich noch! Schlagen! Ah, Wichser! Wichser! Ah, weg! Nein! Hilfe! Alter, Wichser! Oh, Kopf ab, geil. Schönes Ding. Ich geh mal da in Deckung hier ein bisschen, ne? Oh! Boah. Wir müssen hier mal ein bisschen was tun, ne? Wow, wer hat denn die gesprengt jetzt? War ich das oder du? Munition für uns? Ja. Junge, auf die, Ich meine, wir haben es überlebt, ne? Ich meine, ja, das hast du dir jetzt auch schwieriger vorgestellt, glaube ich, oder? Ja, aber es wird ja noch schwieriger, glaube ich. Das ist gut. Er hat die Mission. Ja, wie gesagt, ich hab Standard gespielt, du spielst gerade. Was war denn schwierig dabei? Naja, da kamen ja noch andere Aliens-Arten, wa? Und die waren halt schwierig. Alles klar, das. Okay. Das also, werde ich nicht verraten. Nicht nur mit Drohnen, ja. Ja. Also, die Sippe kommt auch irgendwann mal.
Legen wir uns mit einer an, kommt die ganze Sippe irgendwann. Das heißt, ja, okay. Erstmal Shoutout hier an Ossi. Guten Abend. Guten Abend. Moin, moin. Der heimliche Bag ist wieder stark. Private heimlich. So, müssen wir jetzt hier rein, oder was? Pantata lässt mich wieder hier im Dunkeln, ja. Sicherheits... Kann man das gemeinsam drücken oder nur einer? Ich hab's nicht probiert, dass es zu zweit geht. Ja, schade. Es sah gerade so aus. Weil dann, das heißt nämlich, wir können ja das dann noch beschleunigen, so ungefähr. Auch, warte mal, ich kann nicht... ich kann hier sogar heilen gerade, ne? Bist du Heiler? Ja. Ich kann dich auch heilen, guck mal. Da müssen wir drauf achten, ne? So diese Tastenkombis auch zu benutzen, dann, wenn sie da sind. Weil es ist so schwer, dann vor dem Ding da zu stehen und schnell mit der Kamerabewegung, ich sag mal, hier nur so an diese Deckung ranzukommen. Das ist schon scheiße. Wo, 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 wo? Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Komm zurück, komm zurück. Bleib um die Ecke. Aha. Alter, das Vieh unterbricht einen beim Ballern die ganze Zeit. Wie krass ist das denn? Was war das? Ein Spirit oder was? Das war ein Splitter, ja, so eine Spucker, so ein. Ja, ein Spitter. Krasse Sache, ey. Ein Spooky. Ein Spooky war es. Ja, lass mich nicht lügen. Also jede Stärke und wie Schwäche das Spiel, umso stärker du höher du spielst, umso andere Frequenzen gibt es, weißt du? Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was mir da erklärt. Naja, ich hatte ja vorhin Standard gespielt. Ja. Und da kam, wusste ich nicht, dass da jetzt auch diese von da links kommen, von da rechts kommen, da kommen plötzlich mehrere von vorher nichts, weil du jeder für jede Besuch, Frequenz Besuch, spielst. Besuch. Aufpassen, mehrere Seiten. Ah, jetzt ist los. Ah, krass, wie die Viecher abgehen. Hart. Oh, wow, die machen es direkt mal auf den beiden Seiten. Krass. Übel. Oh. Ah, jetzt ist dieser Sprung wieder echt effektiv, ne? So wegspringen und so. Schlagen, wegspringen. Oh. Alter. Schon wieder. Stopp. Hab die Sanity-Gun dran. Ja, gut. Richtig. Alles klar, wo ist der nächste? Von hinten? Vorne? Ja, rechts, Alter, alles klar. Wow, das ist ein Fies. Fieses Vieh, Achtung. Wow. Boah, also Kopfschüsse sind ja mal sehr effektiv. Spooky. An der Decke. Wow. Du kannst ja auch achten, dass du auch immer diese Dings, Aktivitäten mal wirfst. Die Sachen, was du hast. Ja, alles klar. Ah, Hilfe, jetzt muss ich weg. Wow. Jawohl, die Pumpkin, die könnte schon mal richtig effektiv. Saupatze, Vorsicht, das war ich. Ah. Alter, was für eine Horde. Was für eine scheiß Horde. Geil. Man schießt hier einfach nur rein, ey. Was heißt denn das? Was heißt denn das X über denen, dass sie sofort tot sind oder was? Ja, so, dass du halt gut Action machst oder so, ich weiß nicht. Ah, okay. Super Action. Oh. Da kommt wieder so ein Supervieh. Achtung. Ah, es hat mich gesplittert. Gespockt. Oh, krass. Oh, das war knapp. Wichser. Ja. Ah. Oh. Hat der gefressen, Alter. Warte, wir machen das. Komm, heil mich mal. Ja, wir heilen uns mal, ne? Ups. Ja. Ah, nee, nicht den, dich. Wo bist du denn da? Ja, was muss ich da drücken? Ich kann nicht heilen, ich habe keine Heilung mehr. Ja, wir müssen erstmal Pakete holen. Komm, Pakete Munition. Heilung holen, ja. Okay, das sind Dauermunitionsfüller, ja? Das heißt, man kriegt hier immer wieder was. Ja, so wie bei Killing Floor quasi. Bist du nur endlich, okay. Ah, nee, jetzt ist das Ding hier am Zippeln, ne? Ach, nee, das bist du. Okay. Naja, ist gut. Ich aktiviere mal jetzt besser hier einen Auftrag. Verriegelung lösen. Verriegelung wird gelöst. Wo finden wir denn jetzt, Heilung? Hallo, da müssen wir weiter gucken. Also weiter suchen. Also die quasi. Muss jetzt hier irgendwo rumfliegen eigentlich, nur, ne? Also hier auch rechts oben vielleicht oder so. Kann man die Roboter auch einsetzen? Schade, leider nicht, ne? Wow, wir kriegen wieder Besuch? Echt jetzt? Immer Kopfschüsse verteilen, das passt. Hui, und weiter geht's. Los Marines! Nächste Deckung, ran! Und weiter! Nächste Deckung, ran! Ja, man, läuft. Geht's da oben lang, ja? Gibt's hier unten keine... Ich guck grad. Boah, war das knapp. Mistviecher. Jawohl. Der lässt sich ja ganz schön bearbeiten, der Drecksack, ne? Krass, der Roboter ist echt stark.
Hier kann man auch auf diese... Ah, okay, die Deckung so von allen Ecken nehmen. Das ist so schön. Ach, ist das pervers. Ah, such mal ein bisschen Heilung, du Äffchen. Ah, das war ein verdammter... Ich tue ja gerade ein bisschen, ob da irgendwas... Ja, ich bin an dir dran. Ich schau ja gerade auch ein bisschen so... Das war so ein Dinger, hier so ein Springer war das, ne? Oh Gott, so ein Laura, ja. Die sind fies. Die können dann einfach aus Entfernung anspringen. Ach, heißen die Laura, ja, okay. Ja, genau, die Anspringer. Gut, lass uns mal Munition schnappen, dann gehen wir raus. Wir kriegen Besuch. Okay, weiter geht's. Wir müssen rüber diesen Auftrag da erfüllen jetzt, ne? Was ist denn das da für eine Aktivität, die ich da... Na, ich glaube, Leute, du machst es erst, wenn da welche kommen, weil dann erhöht die... Achso, das ist Munition, die, erhöht die Munition und Schaden, ne? Ja, okay, ich verstehe. Alter, ich sehe überhaupt nicht, wo die schießen gerade. Geil. Okay, aber es ist gut, dass man das Radar immer automatisch in der Ecke hat, also... Das sieht so aus, als wenn es hier losgeht, ja, haha, Wichse. Hilfe! Oh, was ist das denn? Weiß ich auch nicht. Was hat denn da noch geschlagen? Alter, was war das denn für ein Ding? Das war ein, ja, das kenne ich nicht. Das war ein Warrior-Alien, war das, doch. Ein Warrior, Granate raus! Treffer! Boah, das Vieh frisst, da musst du echt ran. Oh, ich hab ihn. Komm her. Bot, das darf ich machen. Danke. Alright. So, LB, weiter geht's. Kampfstatus, hier sind sie wieder. Boah, krass, was war das denn? Aua! Oh, wir haben Eigenschaden, ne? Heil mich mal. Echt? Heil mich mal. Ja, schieß ruhig weiter auf mich, das ist auch okay. Geil. Da haben wir Friendly Schaden, machen wir aus, ja, ey. Natürlich, ja, wir Friendly Fire. Aus? Nee, geht gar nicht. Doch, kann man auch einstellen, Digga. Echt? Ja, habe ich nicht gesehen, aber anscheinend geht das nicht auf heftig. Da kann man den nicht ausschalten, sonst hätte ich das ja gemacht. So, von rechts wieder, oder was? Nee, doch. Ah! Alter, immer feiert. Treffen ja immer. Wie schnell die Dinger kaputt gehen. Okay, gehen wir durch jetzt besser, ne? Sonst kommt immer mehr Horden. Diese Dinger sind so EMP-Granaten, das hast du gesagt, wenn ich die lege, ne? Ja, ja. Okay, nee, in meinem Fall sind es Brandgranaten. Also man zielt besser oder was? Da kommt wieder so viel. Achtung! So ein Riesenvieh. Boah, das hat er noch eine Leiste, ich glaube das gar nicht. Juh, geil. Okay. Aber hier liegt nicht mal eben so Heilung rum, habe ich den Eindruck, ne? Naja, wir haben ja auf heftig, ich keine Ahnung, wann irgendwas kommt. Okay, sonst liegt natürlich mehr Bisschen rum. Nicht. Ja, klar. Muss mir gleich mal zeigen, wie die Packung aussieht. Boah, Kopf. Oh, was war das denn? Ich hab's rausgeworfen. Ach, du hast dann mich schon wieder getroffen auch. Granate raus. Treffer. Ja, musst ein bisschen auf deine Feuerkraft achten. Du ziehst natürlich gut, ne? Aber wenn ich durchlaufe, war es das. Okay, weiter geht's. Ah, fuck. A ist immer ansetzen, ne? Ja. Also im Nahkampf kannst du ja echt nur die Pumpgun nehmen, ne? Mhm. Also da steht man aber echt blöd hier an so einer Ecke. Oh, da ist wieder so ein großer. Fuck! Ja. Nein, oh Gott, was mache ich jetzt? Y. B. Ja, ich hab mich abgewehrt, geil. Ich muss den erst killen, sonst bin ich tot. Nein, er hat mich jetzt auch. Scheiße. Fuck, das war's. Kann der Bot einen nicht heilen, oder was? Diggi, kann der Bot deinen heilen?
Ja, nee, nicht heilen. Er kann uns hochheben und also ich glaube auch heilen, wenn er was hat. Also aber er kann aber automatisch wiederbeleben, das wollte ich wissen. Ja. Hier ist ein Medipack. Alles klar. Boah, wo hat das? Wo siehst du die Dinger? Was ist ein Medipack? Da vorne ist rote. Ah, alles klar, danke. Ja, ist hier wie bei Left 4 Dead, hast recht. Ist das hier nochmal extra Pack? Die Kiste, wofür ist die Kiste? Öffnen? Wow! Machen wir auf. Ja, ich muss jetzt erstmal kämpfen. Wer hat denn schon gedrückt, die Tür? Die kam schon, die Trophäe. Ha, geil, ja. Oh, krass! Stirb! Ah! Ah, stirbt alle! Wow! Oh, fuck! Nein, ich liege auch wieder. So eine Scheiße. Los, heb mich auf, du Scheißbot. Ja, das war's. Okay. Der schon wieder, ey. Bumm, Hammer, jawohl. Schnell hoch. Wo bist du denn da? Hab ihn. Ah, aua. Ich heil dich. Ah, Hilfe! Also manchmal ist das mit dem Nachladen so eine Sache, ne? Oh, man kann die nicht heilen, wenn die schlagen. Das ist schlecht. Oh, aber komm schon! Jetzt aber. Nein, ich kann die nicht heilen, wenn die alle da kommen, verdammt. Mistscheiße. Okay, das ist dann, wenn alle down gesettet sind. Geil. Ist ja echt dasselbe wie bei. Ja, mhm. Ich bin begeistert. Schön. Nice. Schönes Spiel. Ja. Aber es geht mir ziemlich an die Nerven gerade. Wow, es ist krass. Ja, gut, wir haben aber jetzt auf der höchsten Stufe oder was war das? Ja, aber ich muss auch gucken, ob das aushalten ist mit dem Fantrick. Aber guck mal, die Erfahrung ist doch genial dafür, oder? Auf der höchsten Stufe machen wir mehr als auf normal, finde ich. Ich meine, müssen wir jetzt mal ausprobieren natürlich erst, aber wir haben ja keine Punkte am Ende gekriegt. Ui, verursachter Schaden. Ach du Scheiße. Ja, geil, gefällt mir. Bis jetzt finde ich das Spiel echt toll. Wir gehen mal auch weiter hier. Karte, Basis, kehre zur Basis zurück. Kehre zur Basis zurück, ja sicher. Okay. Sieht auch schön aus, muss ich sagen. Also ich muss tatsächlich sogar die Grafik ein bisschen beim Stream runterdrehen noch. Schade eigentlich. Aber es sieht schön aus. Sehr übersichtlich, schön steuerbar. Man hat diesen Schnellsprung wie in Space Marine beim Wegdrehen. Das finde ich besonders geil. Man kann die Deckung verwenden wie in den anderen Marine-Spielen. Space Marines oder was auch immer, Warhammer. No. Was ist das jetzt da? Was will die von uns hier, die Alte? Mal gucken. Naja, wir haben ja, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie Credits oder ein paar Sachen. Ja, wir dürfen jetzt was kaufen, mal zuhören. Nice. Katana. Oder wir müssen einfach nur so drücken. Jetzt können wir eigentlich weiter neue Mission machen. Ah, okay, der wollte uns ein bisschen vollquatschen mit Scheiße, alles klar. Was du da noch? Hui, Scheiße quaken. Ich komme mir vor wie so ein Springäffchen. Hui. Oh. Gut, das war jetzt schon ziemlich geil, der Schütze, muss ich sagen, weil der doch recht allroundabout ist. Ja. Jetzt könnte ich auch wechseln, ne? Und Ausrüstung erstmal gucken, die Waffe schon verbessern. Ja, klar, ja. Reaktion. Kannst du gucken, ob du was bekommen hast, ja. Ja, weil Ausrüstung, da blinkt ja was. Jetzt habe ich hier Wachgeschütz bekommen und kann noch einen Slot ausführen. Da könnte ich jetzt noch ein Wachgeschütz reinsetzen anscheinend. In anderem Slot ausgerüstet schon, okay. Heißt, ich kann nur das eine nehmen, weil ich nur eins habe, okay. Haha, ich habe sonst nichts dabei anscheinend. Ne, ich habe nur einen Wachgeschütz. Wieso habe ich nur eins? Kann ich jetzt irgendwo noch ein zweites mitnehmen dann? Aus der Basis raus. Nein, es ist, weil ich eins gefunden habe und eingepackt habe. Ach so. Hast du quasi auch Zugriff so drauf und Art. Also ich habe jetzt zum Beispiel eins am Drücken oder so. War das in der Kiste drin oder was? Ja, richtig, ja. Ah, okay, das waren diese Zufallskisten, wo man Sachen findet. Also war das dann immer nur Geschütze da drin oder gibt's auch was anderes? Ich hatte vorhin, wo ich gespielt habe bei meinem Bruder, hatte ich auch in so eine Mine. Mine, oh. Genau.
Also hier habe ich für das Gewehr, für die Optik und sowas, mittlere Mündungen, da habe ich alles noch gar nichts. Ich sehe da auch gar nichts, was ich da könnte. Ich sehe nur Kampfkraft und Statistiken, das ist alles. Mhm. Vorteile halt, 5% Stabilität, wirksame Reichweite, Feuerrate. Also da ist man noch so ein bisschen, bin ich hier über Automatikgewehr, das Autofeuer, ja, Info. Das Impulsgewehr, bla 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 bla, vollautomatisches Volumen, die A2, lalala, Magazingröße hergestellt, hey, ja toll. Sehr schön geschichtlich alles, aber ich möchte ganz gern... Was ist ein Zuschauermodus? Achso, geile Knarre. Lalalala. Schön. Rotieren. Ja. Sich einen drauf runterholen, dass man ein Waffennerd ist. Na, man muss ja irgendwo ausrüsten können, aber dafür gibt es wahrscheinlich erst wieder mit Geld Ausrüstung oder eben durch Erfahrungsschießen, ne? Mhm. Okay, weil Genauigkeit und Stabilität lässt sich hier so laut dem, was ich da sehe, sehr extrem beeinflussen. Und es kann auch wieder schlecht geändert werden. Das heißt, man kann hier die Waffen sowie die Kombis schlecht verändern. Oder beide in eine positive Richtung bringen. Heißt, es gibt nur bestimmte Kombis, die wie Aufsätze für beide Waffen primär wie sekundär gelten. Sowie Gegenstände, die nicht jeder mitnehmen kann, die nicht auch jeder ausbauen kann. Alter, das kann man ja alles... da muss man echt aufpassen, ne? Also da haben sie es echt kompliziert gemacht. Scheiße. Das ist aber gut wieder. So, wir haben natürlich da einiges schon. Aber ich sehe gerade... Da kommt schon die erste weiße Streifen unter meiner Pumpgun und ein bisschen was unter meinem M4. Also bis zum nächsten Ausrüstungsteil müssen wir ja mindestens 10 Missionen machen. Nein, also nicht so viel. Ich habe ja nur eine Mission zu Ende gespielt gestern. Also wir haben heute und habe ich schon was bekommen. Da hatte ich eine zweite Waffe bekommen. Eine Maschinenpistole war dabei und ein paar Kleber extra und so weiter. Also kommt es geht an, erstmal nur, um das Spiel zu Ende zu bringen, ja, alles klar. Ja, genau. Okay, Sir. Dann werde ich jetzt nochmal ein bisschen an. Also vielleicht probieren wir mal kurz einen einzuladen und so, wenn wir möchten. Und dann spielen wir auf Standard, mal gucken, was passiert. Ja, wir machen auf jeden Fall einen Standard. Wir nehmen jetzt auch den dritten rein, weil der Bot mehr oder weniger macht ja auch nichts aus. Ist ja sogar ein Vorteil, wenn der stärker ist und KI ist, anstatt ein Bot. Der kann uns natürlich eher den Arsch retten, dann der Typ, als der Bot es eben getan hat jetzt. Genau. Naja, brauchen wir nicht drüber diskutieren, klar. Ich gucke mir jetzt trotzdem nochmal gerade die Bildschärfung alles an. Ja. Zugänglichkeit, was haben wir hier? Untertitel, lalala, Farbblindstärke. Ton ist komplett hochgedreht, okay. Ah, ich sehe schon, okay. Das hat nichts mit der Steuerung an sich zu tun. Mhm. Alright, dann gehen wir mal in die nächste Mission. Tried, aber Standard. Weil ich wollte es ja wissen, ne? Ja, dann gehen wir rein. Nicht so. Herausforderungen aktiviert. Erlaube die Nutzung von Herausforderungskarten in den anstehenden Missionen. Wenn nicht, heißt das, wir haben weniger Bonis, aber da gibt es dann wahrscheinlich auch mehr Punkte, oder? Das weiß ich nicht. Ich will sie nicht lügen jetzt hier. Du bist erfahrener. Du hast ja... schon länger, als ich ein paar Mal Aliens gezockt habe. Ja, aber nicht das hier. Haha, da hast du mich aber erwischt. Also das hier ist schon eine gute Kombination aus vielen verschiedenen Teilen, plus Spielen, plus Versionen, was auch irgendwie aus jedem Jahr das Spiel da so ein bisschen mitgenommen hat, gebe ich zu, ja. Also Marines, Colonel Marines kannst du damit schon gut vergleichen. Ist aber vom Aufbau her taktisch wie Apex und all die ganzen anderen Open-World-Shooter. Also hier kannst du jetzt tatsächlich deine Marines, deine vier Klassen zu einem Monster oder zu einem Vollidioten mutieren lassen. Jo, da ist einer. Hallo Dexter! Hoffentlich hat Dexter eine Karte. Wir drücken uns jetzt mal bereit, ne? Oh, guck mal, Kampfkraft 315, ey, yo. Der fickt sie alle weg und wir stehen dahinter, ne? Ja, Mann. Ich bin Zerstörer. Hoffentlich kann Dexter uns hören. Ich weiß nicht, ob unser Voice-Overhead hier freigegeben ist. Ich sehe auch keinen Chat, wo man hier schreiben kann, ehrlich gesagt. Du? Ja. Nee. Nö, hier gibt's das alles nicht. Hier wird nur gekämpft miteinander. Ist ja geil. Hier wird nicht gequatscht, hier wird gekämpft. Das gefällt mir. Der hat 315 Kampfkraft. Ja, siehst du, die Kampfkraft ist entscheidend aus den einzelnen Waffen, die du baust, wie du sie zusammensetzt mit den ganzen Upgrades, die du noch für deine Fähigkeiten verbesserst. Also da auch nochmal Upgrades hast in Schnelligkeit, Zielen, bla bla bla.
Genau, ja, richtig. Aber immerhin startest du mit der 100, 100, 170 oder 155 Kampfkraft. Aber eins sage ich dir, Diggi, ich setze mich gleich hin und kontrolliere das Spiel noch mal eine halbe Stunde von vorne nach, ey, nur um all die ganzen Sachen noch mal zu verstehen auch. Also das ist schon Big Fucking Universe. Ja, aber es ist halt wie bei Killing Floor, da musst du auch erstmal lange Aber warten. da ist das ein bisschen separierter und nicht so, puh, haha, leck mich am Arsch. Hier ist richtig detailliert, hier musst du jede Klasse übelst mit bearbeiten, verändern. Also das ist dann schon ein bisschen was anderes. Da hast du gar keinen Einfluss bei Killing Floor. Da kannst du nur feste Klassen hin und her schieben, die Kombis. Da kann man nicht viel verkehrt machen, nur weniger Schaden rausholen. Aber hier musst du echt aufpassen, dass die Waffen sich nicht gegenseitig aufheben, dass die Kampfkraft dadurch gleich bleibt oder schlechter wird sogar. Ja. Das ist cool, das ist echt cool. Da haben sie auch von Call of Duty, World War und all den ganzen anderen Scheiß was gelernt hier. Finde ich richtig gut gemacht. Wofür haben wir denn jetzt diesen orangenen Fuck da vor meiner Nase? Ach, das ist ein Bombenflächenbombardement. Ah, ich habe innerhalb dieser Scheiße hier, kann ich Flächenbombardement machen, okay. Why not? Es war nur einer jetzt, ey. Läppsch. Jetzt hört es sehen, ja. Jetzt geht's los. Dexter, Dexter. Okay, jetzt reicht. Jetzt geht Party. Ui! Das ist halt Autovisier, ich glaub's nicht. Aha, ich hab Autovisier. Ich weiß, das macht man. Papa's back. The Daddy is back. Krieg ich bitte eine Nachlademunitionspäckchen? Papa hat keine Muni mehr. Lade mit R, Mann. Ich lade selber, jawohl, Sir. Komm, geladen. Wir gehen weiter. Ich kann nicht, ich muss mir noch einen runterholen mit dem Ding hier. Scheiße, yeah, brah. Mein Spielzeug. Das Spiel hat mich gerade erwischt, aber volles Brett. Weg da! Meiner! Weg! 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 Scheiße, ja, ich will eine Minigun. Also das X heißt, du hast die Tötung. Jetzt raff ich sie erst. Ja, aber Headshot. Ja, aber Headshot. Achso, das ist ein Headshot direkt, okay. Ich mach nur Xis die ganze Zeit, geil. Sind wir schneller mit dem Springen? Ja, klar. Hui! Wohin? Ich mach grad, schweiß mal die Tür auf. Also wenn der mir da im Weg steht, Dexter, da bringt das nichts, ne? Ich schieß der mir in den Arsch. Entschuldige, Dexter. Boah, ist das krank! Aber geil! Hey, I got an idea how to track down Honecker. Searching this whole barge would take too long. Okay, jetzt aber hinter die Deckung, ne? Wird sonst ein bisschen gefährlich, würde ich sagen, ne? Hopp! Uhuhuhu! Es ist mein Tunnel! Mein Loch! Ich halte dieses Loch! Mach es eng und ich mache es noch und noch nachladen! Hihi! La la la, nur Mama ist schön. La la la, la la la. Diese Automatik mit Xis. Geil. Oh Gott, ich krieg einen Ständer, ey. Linke Seite, lebt da was oder soll ich? Ah, oh, ne, da macht die Sentry rum. Guck mal, der hat aber, der hat eine größere, weil ja, ich ein Level höher war. Okay. Guck mal seine an. Die wächst ja. Guck mal seine an. Ja, ich seh's, ich bin schlimm. Ja, ich will hier nicht weg. Oh, Predator, Predator, Predator. Was wie Predator? Oh, ja. Achso, Predator. Du weißt ja, der. Das waren die großen Roten, ja. Ey, das ist manchmal echt ein Gemetzel. Du siehst gar nicht, ob du triffst oder nicht, ey. Whee! Da ist er. Ahaha. Wichser, aua. Scheiß Säure. Wo ist der Säure-Spucki? Ah, ne, das war mein Geschütz oder was? Bin ich blöd? Boah, wie gut, dass ich hier keine extra Separatmunition brauche. Fuck it. Grab the ammo. Anyway, I'm thinking we can track the doctor using station locks. Jetzt kommen wieder welche, ne?
Nächste Welle? Ne, wir müssen weiter. Ist klar, wir müssen weiter. Wow, der geht aber abtick, ja. Volltreffer X. Das X ist so komisch, ey. Ich sehe immer nur einen Volltreffer, wenn die Köpfe wegplatzen, so ungefähr. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht zu sehr in den Rücken geschossen hier. Aber wir haben jetzt Standard, das heißt, wir haben auch kein Friendly Fire mehr, ne? Ne, steht man nicht. Ich hoffe mal nicht. Sieht nicht so aus, ja. Spinning this up is gonna make noise, vibration, heat, whatever bugs key off, they'll catch it. Okay, dann mach mal eine Kiste auf, dann gibt's vielleicht jetzt mal noch was. Und noch ein Wachgeschütz, geil. Also wir müssen uns vorbereiten erstmal hier, ne? Patching up. Achso, ich... zu. Genau. Ja. Wo hab ich denn hier noch so ein Ding? Da steht ja eine. Okay, stellen wir mal auf. Mistviecher. H2 feeds just connected, getting there. Shit, that's a warrior. Warrior kommt. Wo? Rechts? Wurde gerade, hat sie gerade erwähnt, da, der Große. Alter Schwede. Ist das so ein? Das ist so einer. Geil. Okay, los geht's, Papa! Oh, ist tot. Geschütze mitnehmen? Oh, meins ist kaputt, das ist weg. Muss einer geheilt werden hier? Der Panther da vielleicht? Ja, ich nehme mir gleich was, oder? Ich heil mich mal selber, passt schon, lass bei dich. Okay, let's go. Müssen Dexter helfen? Oh, Hilfe, es hat mich! Aua, aua, aua! Was war das denn? Oh, das war ein Laura, verdammte Scheiße! Oh Gott! Das ist ein Laura? Wo ist der Wichser? Komm, 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 komm! Wir gehen Dexter, der Vorder kommt. Wir wollen nicht allein lassen. Ja, bin schon auf dem Weg. Bin schon auf dem Weg, bin schon auf dem Weg. Spring, mein Freund! Oh, wir müssen diese Dinger da auch kaputt machen oder was hier? Oh, krass. Nachladen, wow. Oh, er hält mich. Hat er nicht, echt? Oh, scheiße. Oh, fuck, daneben. Nachladen, wow. Oh Gott, noch sowas? Wo ist das? Oh, oh Hilfe, es hat mich! Geil gemacht, gut! Scheiße! Boah, keine Munition mehr. Leer! Wenn du zurückgibst, gibt es Munition. Kurz, ja. Aber. Ja. Weiß ich, ob wir. Nee, nee, besser nicht. Lieber die Zweitwaffe verwenden.
Hier gibt's nirgendwo was. Ne? Ja, ich hab ihn. Die Bots kaputt machen. Also hier muss es ja noch mal irgendwo was geben, das kann nicht sein. Ah! Ey, wollt ihr mich verarschen? Nein! Krass! Jawohl, meiner! Der auch! Übelst! Das war meiner, du Sack! Nein, nein, das war nicht deiner, nein, nein! Nein! Komm, bevor der Megapredator in der Arzt kommt. Ist dein Ernst? Der Megapredator? Werden die Viecher jetzt immer größer? Scheiße hinter dir! Ich muss mal in die Kiste schnell. Okay, bin voll. Accessing. Da rein, ja, aber wie ist denn da reinkommen? Scheiße. Okay. Got it. While S runs through the logs, you keep heading aft. Also, ein bisschen hinterher rennen die ganze Zeit hier, ne? Alter, ist der ab. Stopp. Nice. Da ist ein Spucki, Achtung! Boah, Junge, das ist ja ein Geballer hier, ist das tödlicher Shit, Alter! Ich hab Ständer! Nur schwere Waffengeballer, ey, übel! Ja, da ist wieder einer, Achtung! Zwei, drei! Boah, krass, mein Ding ist heiß gelaufen, übel! Da ist noch ein, so ein Vieh! Oh geil. Ich nehme überhaupt keine Specials wahr, ich habe nur diese Smart Gun in der Hand, Junge. Dr. Honecker? Was? Gerhard Honecker? Pool Running, okay, das ist cool. Nice geschossen. Das ist eine versteckte Granate, die ich dann in den Bogen geworfen habe, oder was? Nein, nein, die lässt die Aliens weg von dir. Ah, okay. You're still good, Marines? Oh, langer Weg für eine Mission. Fick die Hände, ey. Sei doch froh, dass es so ein bisschen länger dauert, als wenn es schneller geht. Ja, gut, es ist aber auch davon abhängig, ne? Wir haben ja eben auf heftig gespielt. Das ist ja dann wieder eine andere Frage auch. Level-Ups, Waffen, Vorbereitung. Ja, aber umso höher du spielst, umso schneller wirst du gelevelt, glaube ich, ne? Ja. Ich töte wieder die Bots. Oh, Brandgeschoss habe ich. Cool. Ja, die habe ich auch. Wie kann ich die denn benutzen? Musst du immer an die Munition waffen. Ach so, das ist separate Muni.
Boah. Ja, wie bei Killing Floor. Oh, jetzt habe ich hier verdammt nochmal eine M56 mit Brandmunition drin. Scheiße. Da ist ein vielen Spucker. Burster ist das, ja. Ja, Headshot, Alter, Digga. Burster, Achtung. Oh, Bursting. Muss laden. Raketenfeuer. Ist schon cool mit dem Raketenwerfer auf der Schulter. Das ist ein bisschen pervers wie ein scheiß Cyborg, ey. Jetzt bin ich der Robocop persönlich mehr hier. Das ist schon sehr übertrieben, ne? Wenn man die echten Waffen sieht, das kriegt man im Film ja gar nicht zu sehen, alles hier. Fuck. Nee. Das ist böse. Extra für Special Panthers. Special Panther Tasse. Munition ist niedrig, ich muss mal los. Ui. Gibt's hier noch welche irgendwo? Wo ist Munition hier? Da? Hier. Ich hab nur eine kleine Panik, alles cool. Lad nach! Kein Sprungladen, schade. Das Vieh da oben muss sterben, ne? Ja. Seh das schon. Oh, fuck. Aufpassen, Spooky Blucky. Wow. XXXX, überall Xis. Meine Xe. Oh, was kommt denn da? Oh, was ist das denn für eine? Xeon. Hilfe, der will an mich ran. Muss laden. Boah, der hat aber Power, Junge. Was geht ab? Oh Mann, ich will ihn auch mal was töten. Was war das für eine? Das war ein, Saiyajin. Saiyajin, oder? Ja, der hatte auf jeden Fall irgendwas anderes gefressen. Der war noch so elektronisch geladen oder sowas. Voll krass. Ne, er ist über Elektronik von unseren Dingern gegangen. Muss laden. Oh fuck. Scheiße, was kommt denn da von Vieh an? Ich glaube, ich hab's gekillt. Hilf mir! Ich weiß gerade nicht, wie ich das soll, wenn ich in der Ecke stehe und angegriffen werde. Ah, Hilfe. Oh. Stopp. Ich schieß drauf, ich schieß. Oh. Boah, Junge, die haben aber eine Power, die Viecher. Was ist das für eine Scheiße? So, jetzt. Munition ganz schnell. Boah, ich bin schon heiser, ey. Ah, Panther, ich muss dich heilen. Komm mal her, ich heile dich mal hier. Das ist ja fürchterlich. Oh, danke, Mann. Bitteschön, gern geschehen. Smoking's Two Stripes. Soll ich hier hin? Wieso wird das da angezeigt? Ist das mein Wegziel, ne? Ich bin aus Versehen gesetzt, scheiße. Check this out. Komm, Digga. Ich bin auf dem Weg. Schnell. Ich wollte nochmal aufladen. Shit, war das geil. Boah, jetzt bin ich aber auch gerädert. Eine Runde war das jetzt nur, ne? Ja, ha. Ja, ist geil. Oh mein Gott. Oh, guck mal, was ich bekommen habe. Guck, also die M39 Pistole. Also die Panik ist nicht zu vergleichen mit dem Colonel Marine. Sie ist ein bisschen höher. Da haben sie die Action nochmal gut in diese Hast reingetrieben. Das ist schon geil. Das ist halt so eine Flucht auch die ganze Zeit, ne? Mhm. Naja gut, aber ich habe trotzdem jetzt Rang 1 kurz vor Rang 2. Also viel war das jetzt auch wieder nicht, ne? Kampagne fortsetzen. Honecker ist somewhere up on Katanga's mainframe decks. Looks like he's been searching for a safe place to hide from all the Xenos aboard. Our mission hasn't changed. Oberste Priorität. Rettung!
Boah, das Spiel geht tierisch down, ey. Das ist schon echt gut, ey. Also die 40er, was wird. Und wenn wir... Eigentlich müssen sie so ein bisschen erhöhen mit vielen Leuten oder so, oder? Ja gut, aber wer das Spiel hat, der hat es, wer nicht, den nicht. Du musst auch die Zeit dafür sowas haben. Das ist schon echt wieder intensiv, ne? Mit Waffenlevel. Ja, aber stell vor, wir sind zu viert und will man ja, zu spielen. Ja, und schmeißt dann wieder einen neuen Kömmling rein, der hat null Fun, weil der sich dann mit riesig gelevelten Leuten auseinandersetzt. Und die spielen bestimmt dann nicht mehr normal und Standard mit dir dann. Okay. Aber du musst dann natürlich auch damit rechnen, dass wenn du auf der hohen Stufe spielst, du das Glück hast. Der ist rausgegangen, ne? Wir haben den Bot jetzt. Kann sein, ja. Sieht so aus. Ja gut, aber ich bin absolut zufrieden, ne? Also ich bin auch überzeugt, also... Ja, ich auch. Ja. Wollen wir die Mission noch zu Ende machen, oder was? Die zweite? Ja, ich weiß nicht, wenn die auch wieder jetzt so lang geht, ne? Klar. Müssen wir es mal alleine jetzt mal schaffen hier. Okay. Ja, dann... Würde ich mal vorschlagen, los. Ich habe Alpha und Beta. Oh, dann bin ich ja quasi alleine. Du bist gar nicht bei mir drin mehr, ne? Ins Netzwerk einbinden steht hier bei mir. Soll ich jetzt reinkommen bei dir, oder wie? Wenn das geht, kannst du, wenn du öffentlich beitreten kannst, wäre das ja geil. Dann kann ja auch so oder so immer einer dazukommen und dann den Bot wieder ersetzen direkt. Normalerweise, wenn ich das verstehe. Ja, warte. Prioritäten mal bei dir ein. Alter, ich muss natürlich angegriffen werden, ne? Zack. Ich mach dir die Befehle. Ja, lock clear. Listen, to get to me, you'll have to go through the network security room. Ambush. Oh, was ist das denn? Y. Ah, geil. Boah, was war das denn? Hab ich mich eingepinkelt. Wieso? Ja, kommst du nicht rein, oder was? Doch. Achso, ja, weil du mir eine Einladung geschickt hast. Ich sag, ja, achso, warte, ich komm dann zu dir, warte. Ja, ich frag dich, ob du nicht reinkommst. Warte mal, schick mir doch mal eine Einladung am besten, damit ich gar nicht raffe. Ich töte hier irgendwie, was mich einfach anspringt. So ein riesiger Laura, ey. Fuck. Okay, jetzt hoch da, schnell. Was können wir denn machen da hinten rüber? Falscher Weg. Ja. Ich kann gar nicht bei dir. Na, ich guck mal, ob ich dich einladen kann. Da. Zum Zuschauen. Also wenn du ein Spiel beitreten auf im Team verwalten. Einladen oder so. Also wenn ich im Spiel bin, kommst du nicht mehr rein oder was? Ist das richtig? Du musst mich einladen über das Spiel. Einladen. Ausrüstung, Einstellung, Mission. So, tödlich im Einsatz, Techniker. Taktisch, wie kann das denn ersetzt werden hier? Taktische Gelegenheiten. Zurück, das geht nicht, das geht auch nicht. Gibt es hier noch eine Chest, wo ich das ausprobieren könnte? Nö. Escape. Priorität, Ausrüstung, Einstellung. Nö, ich sehe das nicht. Dann bin ich jetzt irgendwie in einer aktiven Mission, die ich nicht ändern kann, oder was? Das heißt, ich muss die abbrechen. Wenn du auf Escape drückst, dann steht da Team. Ja, ja. Und dann steht da Team, dann gehst du Squads und irgendwo mein Name steht da irgendwie zum Einladen. Steht nur Ausrüstung, Mission und Einstellungen. Das ist quasi Solo jetzt, ne? Zugänglichkeit. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ja einfach weitergedrückt. Das Spiel hat ja einfach sowas gemacht. Also, ich glaube, du verstehst mich nicht richtig. Doch. Das heißt, ich bin einfach auf Solo weitergeführt worden, richtig? Eigentlich war ich mit dir drinnen, geht ja nicht. Das ist ja einfach weitergeht. Du hast dich aber rausgeschmissen in dem Moment quasi. Oder du gehst raus, dann gehen wir nochmal gleich zu. Ja. Na gut, ihr Lieben, wir machen mal eine kurze Pause und gehen mal alle aufs Klo und versuchen es gleich nochmal von vorne, jo. Aber dann wieder im Team.